Hi, ich bin heute in Karlsruhe und ich habe keine Ahnung, wie lange es hier ruhig bleiben wird. Deshalb werde ich jetzt ein ganz schnelles Update machen. Ich bin zusammen mit Saskia hier. Die hat ebenfalls wie ich einen Bubble Tea bekommen von mir, gespendet. Und wir haben schon ein paar kleine Einkäufe gefunden. Es ist auf jeden Fall ein größeres Areal, von dem nicht nur die Katzcon eben den Hauptbestandteil ausmacht, sondern es ist generell ein Fest, ein Eckkulturfest. Und ja, die Katzcon ist halt eben ein Teil davon und verschiedene AutorInnen, Verlage und KleinkünstlerInnen sind dort. Und ich habe definitiv schon ein paar Sachen gefunden, wo ich sage, oh, ich glaube, da könnte ich mir... Da könnte ich mir vorstellen, dass da ein Cover mit in der Zusammenarbeit herauskommen könnte und ich bin super gehypt und ja, es macht so viel Spaß. Ich versuche jetzt ab und zu nochmal die Kamera ein bisschen hochzuhalten, weil es ist vor allem in dem Raum, wo halt der Hauptbestandteil der Stände ist, super eng, super heiß, super unangenehm und alle treten sich auf die Füße. Das ist ein bisschen schade. Vor allem, man kommt dann halt auch nicht an die Stände ran. Das ist so ein bisschen wie LBM, aber schlimmer, weil auf der LBM hat man immerhin Platz. Jedenfalls, ich genieße mein halbwegs kühles Getränk und erfreue mich jetzt noch ein bisschen an dem Tag. Ich fliehe vor der Sonne, so gut es geht, und werde noch ein paar Leute zum Quatschen finden und mit Saskia zusammen schöne Sachen entdecken. Hi, ich bin wieder in Stuttgart. Ihr seht ein bisschen den Schlosspark, wo ich mich mit Saskia jetzt nochmal ein ruhiges Plätzchen gesucht habe, was echt nicht so leicht war. Da es ein Samstagabend ist, mit schönem Wetter und die Leute alle einfach sagen, oh ja, lasst uns rausgehen. Und ich wäre eigentlich, wenn es nicht eine Messe gewesen wäre, ich bleib drin. Das ist Saskia. Hallo. Es war, die Rückfahrt war nochmal ein bisschen chaotisch, weil natürlich der Zug, der auf Gleis 14 angekündigt war, dann von Gleis 11 fuhr und wir mussten nochmal Treppen runter und Treppen wieder hoch und das hätte jetzt nicht sein müssen. Auf jeden Fall fand ich insgesamt die Messe gut. Es ist, also die Con, es ist ja eine ganz kleine Con, die zusammen mit dem, wie hieß es, Eckkultur? Ja, irgendwie. Eckkulturmarkt, ich blende es euch nochmal ein, zusammen halt eine Fläche bekommen hat von dieser Ecke, in der es in Karlsruhe gemacht wurde und dann halt außen und innen Flächen hatte. Und genau, was ich halt vor allem toll fand, dass sie auf ihrem Instagram-Account ganz viel gesagt haben, ja, wir wollen halt auch für Inklusion sorgen und suchen ADHS und Autismus und noch ein paar andere Sachen. Betroffene, die uns sagen können, was können wir eventuell noch besser machen. Und ich bin mir sicher, das wurde auch zu einem großen Teil aufgenommen und umgesetzt. Es kam nicht hundertprozentig rüber. Also für mich persönlich war es teilweise einfach zu laut. Und da konnten sie nicht immer was dafür. Es gab dann auch noch eine Bühne von diesem Eckkulturfest. Die konnten sie nicht beeinflussen, wie laut oder leise die ist. Und es war teilweise ein bisschen sehr voll, was natürlich gut ist für die Messe. In den Innenräumen fand ich es ein bisschen zu eng und ja, also es war stickig und man konnte nicht wirklich lüften oder atmen und es war ein bisschen so, Für das Wetter konnten sie natürlich nichts, aber das war halt so ein bisschen das Ergebnis. Es ist, glaube, ein Ruheraum auch angekündigt gewesen. Da weiß ich jetzt nicht, wo der war, den habe ich nicht gesehen. Und es gab auch Sicherheitskräfte, die halt immer rumgegangen sind und die man hätte ansprechen können, um zu sagen, hey, mir ist es gerade zu viel, gibt es irgendwo eine ruhige Ecke und so. Also prinzipiell gut. Ich hätte vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf geguckt werden müssen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass
dadurch, dass es die erste organisierte Messe ist, sind einfach noch so ein paar Gedanken verloren gegangen, wie zum Beispiel, dass in den Innenräumen diese Standreihe in der Mitte hatte hinten halt keine Absperrung, was nötig war, weil hier Feuergasse und auch generell für die Barrierefreiheit musste ja so XY Platz sein, damit einfach Leute dran vorbeikommen. Aber das war für die Standbesitzenden natürlich ein bisschen unpraktisch. Aber die meisten haben sich super damit arrangiert und es gab auch Möglichkeiten, da einfach untereinander sich auszutauschen und ja, miteinander umzugehen. Und barrierefrei war es wirklich. Also man konnte in diesen Innenraum auch über so eine Steinrampe, das ist so der Anfang von einem Brückenweg gewesen. Genau. Saskia als autistische Person hat dann natürlich auch nochmal so ein paar Gedanken und vielleicht machen wir jetzt einfach nochmal ein bisschen Gespräch, bevor ich euch zeige, was ich gehamstert habe. Ich bin trotzdem noch in meinem Budget geblieben, also no harm done overly. Saskia! Hallo! Ja, also was war jetzt deine Erfahrung so? Eins habe ich vergessen, das kannst du aber du, glaube ich, auch ganz gut ansprechen, das mit der Bühne. Ach so, ja. Also generell stimme ich dir im meisten zu. Also ich fand es auch ganz nett. Ich fand auch nett, dass es nicht riesig war, sondern halt überschaubar, gerade weil es nur ein Tag ist. Ja, das stimmt. Das fand ich angenehm. Drin war es mir halt zu viel. Mhm. Einfach auch, weil du das gesagt hast. Und was man halt auch hat, also eine Bühne, ich weiß gar nicht, ob es mehr als eine gab. Das bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall eine Bühne war quasi direkt angrenzend. Neben der Bar und dann halt im Ausstellungsraum. Ja, so direkt am Eingang auch. Genau, und das war halt ziemlich laut. Also es gab Lesungen, da weiß ich nicht, wie die Akustik ist. Das ist immer so schwierig bei Lesungen, dass die Akustik halt dann gut ist, dass du die Leute hören kannst, richtig. Und auf der anderen Seite war es laut, wenn die Musik abgespielt haben. Das hat halt dann drin wirklich jedes Gespräch auch erschwert. Und also mir war es dann zu viel, als das noch zusätzlich als Geräuschkulisse kam. Ja, bei unserer zweiten Runde drin, also wir waren die Wand sozusagen sind wir lang gegangen und da war es auch ziemlich voll in dem Raum und es gab auch eine Frau mit Rollator. Das heißt, es ging dann definitiv so, dass halt man gut reinkam und so. Das Problem war eher, dass dadurch, dass die Leute alle so ein bisschen, okay, wie laufe ich jetzt am geschicktesten, ne, sich halt arg dann im Weg standen, plus der Rollator natürlich auch ein bisschen Platz wegnimmt. Und das war im Prinzip okay, weil die meisten aufeinander geachtet haben, aber es gab dann schon so ein paar, wo ich gesagt habe, okay, ihr hättet vielleicht auch mal kurz fragen können, ob ich nochmal meinen Rucksackgeschritt zur Seite hätte nehmen können, aber das ist das übliche Messe, das kann man der Katzkon nicht vorwerfen. Das mit der Bühne ist halt so, als wir das zweite Mal drin waren, war dann irgendwie schätzungsweise eine Bühnenshow mit ganz lauter Musik und die haben halt wirklich die Boxen voll aufgedreht. Und mir war das zu viel. Also da standen die Leute auch bis in den Eingang rein. Das heißt, man hätte da natürlich jetzt auch die Akustik nicht, also man hätte die Tür nicht schließen können, aber ich denke, man hätte es doch leiser drehen können. Und dann wäre es halt für alle angenehmer gewesen. Also wir waren dann auch direkt an dem Stand. Die hat, hat sie gesagt, was sie hat, aber auf jeden Fall hat sie dann so, so leichte Noise-Canceling-Ohrstöpsel gehabt, die halt die normalen Sachen noch rausfiltern, wie Gespräche, aber halt diese Umgebungsgeräusche rausfiltern. Auf die bin ich übrigens sehr neidisch. Ja, ich habe aber letztens eine Booktuberin gesehen, die hat die bekommen und hat einen Code für die eine Marke. Kann ich dir mal das Video schicken, vielleicht sind sie mit Rabatt im Rahmen des Möglichen, zumindest vielleicht auch bei Weihnachten oder so. Mhm. Und ja, also ich finde, es ist ein guter Ansatz gewesen und ich finde auch dadurch, dass es halt die erste Messe ist, verzeihe ich da viel und denke, dass man da aber zum nächsten Jahr noch ein bisschen was ausbauen kann und ja, mal schauen, ich werde vielleicht noch mal ein bisschen in mich gehen und Gedanken sortieren. Vielleicht fällt Saskia auch noch was ein und es dann in das Video einbauen. Jetzt werde ich euch aber auch noch zeigen, was ich mir gekauft habe. Und ich werde versuchen, so gut wie möglich die Leute unten zu verlinken. Ich habe eigentlich von allen auch die Visitenkarte mitgenommen. Saskia, du hast noch das Poster. Ja. Dann ziehe ich das mal raus. Das ist nämlich super schön. So, guck, mit uns. Oh.
Also da haben mir die Farben total gut gefallen und auch die Bildkomposition und alles. Und ja, das musste mit. Dankeschön. Dann, es wird niemanden überraschen. Oktopodenarme. Ich reiche das an Saskia weiter, weil die hat eine voll coole Hülle, sodass man sagen kann, jo, da verstauen wir es. Dann hat es eine mit Art Nouveau-Kunst gehabt und die fand ich total schön. Und die zweite ist diese hier. Ich glaube, die muss ich um Halloween irgendwie so aufhängen, Ja, vor allem. wir haben sie Und jetzt zwei. genau, Saskia wollte die sich auch unbedingt holen. Dann habe ich diesen süßen. Er glitzert. Dann in demselben, an demselben Stand ein Ace Frog, weil Frog Und Ace. und Ace. Und es gab an einem anderen Stand Fagnazi-Sticker, aber in verschiedenen pastelligen Farben. Ich so, lila Pastell, I take it. Ich mache mal mit den Sachen weiter, an die ich leicht komme. Dann. Hast du dir die dann abgeholt? Nein, ich habe kein Geld Oh! mehr. Die ist so hübsch. Ja. Also, die ist richtig schön gezeichnet. Ich habe auch irgendwo die Visitenkarte. Und ein Katzenkrieger. Ein Katzenkrieger. Danke. Eigentlich müsstest du betonen, es ist ein schwarzer Katzenkrieger. Ein schwarzer Katzenkrieger. Also von den Jugendstil Art Nouveau-Karten ist das hier die Person, die das gezeichnet hat. Dann gab es einen Stand, da gab es so coole, leicht düstere Art. Es gab auch Kraken, werdet ihr gleich sehen. Aber das hat mir total gut allein schon gefallen. Dann. Also, es wird, glaube ich, mein neues Lieblingslesezeichner. Von der Visitenkarte. Ah ja, und also Saskia hat sich davon Wooden Pins, also Holzpins geholt. Ich habe mich jetzt mit einem Sticker mal begnügt, weil Ace Adventurer. Und ich glaube, ich kann mit dem Sticker ein bisschen mehr anfangen, aber er ist so episch, holographisch und alles. Schwarze Katze, thematisch zieht es sich fort. Er ist so schön. Ja, Joro. Und einerseits waren die Karten günstig und zweitens, es gab die Hummel ist großartig. Die ist einfach ein Traum. Eine andere Künstlerin, einen holographischen Sticker. Und ich finde den Stil so wunderschön. Und habe dann gesagt, okay, ich muss wenigstens das mitnehmen. Für mehr hat es Geld finanziell nicht gereicht. Ist hier noch irgendwas anderes drin? Ich glaube, das sind nur Visitenkarten sonst drin. Ja, ich glaube, die habe ich dir alle mal zusammengeschmissen. Ja, das kann auch ich gewesen sein, aber irgendjemand war es. Ja, das Erste. Dann hat sie das super süß verpackt. Neurolus says thank you. Neurolus ist auch geil. Gar nicht gemerkt, dass sie es so cute verpackt hat. Also ich habe das Päckchen gesehen, aber das drumherum gar nicht so. Da habe ich ein Geschenk für eine Freundin. Das ist, ich fand es so episch gut. Ja, ich glaube, sie wird es lieben. Genau, das waren meine Sachen, die ich mir so gekauft habe. Eins habe ich jetzt nicht entdeckt, das ist aber auch nicht so schlimm, weil das ist ein Geschenk für eine Freundin und das soll in diesem Vlog nicht auftauchen. Ja. Ich habe doch noch drei Sticker entdeckt, die ich mir gekauft habe. Sie sind alle etwas glitzerig und unfassbar schön. Den. Dann, ihr werdet sehr relaten können. Ich konnte auch sehr relaten und es war einer der letzten beiden, also musste ich es mir sofort schnappen. Und The Boss of Everything. Yes. Das war jetzt so mein Fazit. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude, trotzdem einen kleinen spontanen Tagesausflugsvlog mitzunehmen.
und wenigstens 2-3 Clips zu haben. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, behaltet den Regenbogen im Herzen und die Toleranz im Kopf. Tschüss! Du auch noch Tschüss sagen. Also, tschüss!